Willkommen zu meinem Freitagsvideo. Bei mir ist es immer noch Samstag, der 28. so circa um 21 Uhr rum. Ja, da hat sich nicht viel getan in den letzten 5 Minuten. Doch, es hat sich was geändert. Meine Mutter hat jetzt einen Wäschekorb zwischen sich und Leo gebracht, weil er immer noch versucht, sie zu attackieren. Ja. Ja, wir reden von dir, meinem kleinen Leo. Ja. Ja, also, ich habe euch im letzten Video erzählt, wie bei uns die Situation ist und was gerade so ein bisschen nervt. Und, Sekunde. Und jetzt erzähle ich euch was Positives. Das geht bei uns nicht aus. Also, seit Anfang von Corona bin ich gerade ausgesprochen kreativ in der Küche. Also meine Eltern werden mit Malen versorgt. Da wird jeder neidisch. Könntet ihr beide euch mal bitte zusammenreißen? Komm her, Leo. Komm zu Mami. Und das Oma. Warte, auf die andere Seite. Warte, mein Schatz. Du wolltest auf der anderen Seite. Er ist auf der anderen Seite. Ja, also. Auf jeden Fall werden meine Eltern gerade mit Mählern versorgt. Die sind nicht nur lecker, sondern auch sehr üppig. Wir essen gerade üppig. Also unsere Familie wird am Ende von Corona, werden alle fragen, was ist mit euch passiert. Nicht, weil wir so abgemagert sind, weil wir wahrscheinlich, wenn es dann heißen wird, 3 fette Damen rollen, sondern durchs Dorf. Realistisch. Na gut. Ja, aber das werden sich halt vor lauter Fett nicht mehr kennen, ob er Mann, Männlein oder Weiblein ist. Am Ende denken sie, wir sind, kennst du diese Figuren, die auf diesen viel zu kleinen Motorrädern, die werden uns für solche halten. Ja. Und wir haben heute wieder mal sehr üppig gegessen. Es gab Rösti, also Kartoffel, Karottenrösti. Mit einer Creme und Salat. Und es ist jetzt nicht so, dass wir ungesund essen, aber wir essen halt üppig. Und Käse. Viel Käse. Ja. Und dadurch, dass wir halt gerade sehr viel Gesundes essen, was auch nahrhaft ist, ist man halt, ja gut, ja, jetzt muss ich natürlich, könnte man jetzt sagen, das ist jetzt natürlich nicht ganz, es spricht nicht nur. Ich habe danach noch 2 kleine Pfannkuchen gegessen und eine Praline und einen schönen Carb. Und das ist mir ganz übel. Und dann habe ich das meiner Mutter so gesagt, Mama, ich habe so Bauchweh, mir geht es gar nicht gut. Dann sagt meine Mutter so, ja moi. Also was man auch über Corona sagen kann, meine Mutter war ein bisschen gleichgültig. Ich bin da sehr schockiert gewesen. Ich hätte erwartet, dass sie mir das Bäuchchen reibt. Da kommt schon wieder dieser ja moi Blick, da haben wir wieder. Ja, mein Papa freut, der isst ja gerne und der isst auch gerne üppig, aber wir essen jetzt nicht irgendwie fett. Kennt das, wenn du irgendwie so eine Aussage machst? Also ich frage jetzt dich Zuschauer da draußen, wenn du irgendeine Aussage triffst, irgend sowas wie, ja, kennt das, wenn wir essen ja nicht fett. Und in dem Moment, wo du das so sagst, kommt dir so das Bild im Kopf von der Pfanne, wie da so eine Fettschicht war mit dem Butterschmalz und du denkst dir dann so, so fettarm gegessen haben wir jetzt auch nicht unbedingt. Also ich habe das oft, dass ich so Aussagen treffe, so ganz Gedanken verloren. Und ich meine die dann auch ernst und ich bin auch überzeugt, dass sie richtig sind. Aber in dem Moment, wo ich sie treffe, kommt mir ein Bild in den Kopf, das genau das Gegenteil gerade bezeugt. Also gut, wir essen gerade sehr gesund und wir essen nicht die ungesättigten Fettsäuren, sondern die gesättigten. Irgendwie sehe ich auf der Kamera heute anders aus. Ich weiß auch nicht, was mit mir los ist. Voll die Fresse. Nein, so der Kopf so fjup und dann so. Ich weiß auch nicht. Ja, das trifft es wirklich. Ja, gut.
Ja, was kann ich euch noch Gutes erzählen? Bei uns ist es gerade total ruhig in der Gegend. Also man hört fast nichts. So gefühlt, wenn der Hase die Klohölle rumschmeißt, hört es die ganze Nachbarschaft. Naja, außer am Wochentag, weil da haben wir gerade eine Baustelle bei unserem Nachbarn da drüben. Der hat irgendeine Leitung kaputt gemacht und, nee, die ist eine Leitung kaputt gegangen. Und jetzt hat er da Bauarbeiter und unser Nachbar ist alt wie der Wald und der hängt ständig mit den Bauarbeitern so zusammen. Und die Bauarbeiter husten wie in der Lungenheilanstalt. Und ich denke mir nur immer so, das wäre mir alles viel zu risky. Und als mein Papa dann heute Morgen mit dem Nachbarn geredet hat, hätte ich am liebsten eine Angel geholt und mein Vater so zurückgezogen. Da hat er Abstand. Ja, aber trotzdem, in dem Moment habe ich mir also gedacht, jetzt eine Angel, das wäre schon eine feine Sache. Ja, auch schön ist, dass ich gerade mit meinem Papa viele Spiele spiele, also auf der Nintendo Wii. Ich spiele ja keine Brettspiele oder so. Aber es gibt ja Monopoly für die Wii. Oh, jetzt habe ich vergessen, das Spiel zu bestellen. Ich bin so deppig manchmal. Jetzt habe ich schon 5-mal dran gedacht heute und habe mich einmal und dann immer kurz bevor ich... Ja, was kann ich noch erzählen? Ich bin gerade der totale Online-Shopper und habe dann heute Seifenplättchen gesehen. Aber die kommen aus Pyongyang. Und da habe ich mir gedacht, das lasse ich mal lieber. Das könnte nicht so gut sein. Ja, auch schön ist natürlich, dass ich meine Großeltern gerade immer erreiche. Also die sind immer daheim. Und es ist schön, weil ich dann immer weiß, wann ich sie an. Ich kann einfach anrufen und ich weiß, dass jemand dran geht. Genauso wie bei meinen Eltern. Ich weiß, jemand ist da. Und die paar Mal, wenn sie nicht da sind, sag mal, hast du, also Antiaggressionstraining für Karnickel, gibt es sowas? Ich frage nur mal, nein, der schüttelt den auch. Kommt hier mit dem. Ja, das ist ja vielleicht echt nicht schlecht. Ich muss aufhören, den so mit dem Zeug zu putschen. Leider drüben. Jetzt ist die Angst doch schon da. Ja. Häusliche Gewalt ist keine schöne Sache. Und wenn Karnickel deine Mütter beißen, dann guck zu und misch dich nicht ein. Weil wenn zwei sich streiten, misch dich nie ein. Da guckt mich selbst der Hase schockiert an. Ja, auch schön ist, ich habe gerade, mir fallen 1000 Sachen ein, die man so machen kann. Ich bin irgendwie gerade total produktiv, improduktiv. Ja, viele Ideen, keine Umsetzung. Keine Tat. In der Tat fehlt da was, Mama, in der Tat. Ja, etwas, wo ich sagen muss, was für mich ein totaler Negativpunkt noch ist, den habe ich vorher vergessen zu erwähnen, ist, mein gewohnter Ablauf vom Tag ist irgendwie gestört. Normalerweise habe ich meinen Papa immer angerufen auf der Arbeit und habe gesagt, Daddy, ich bin aufgestanden. Ich weiß, du bist schon seit 6 Stunden wach, aber ich bin jetzt aufgestanden. Und jetzt ist er halt gerade immer daheim und das ist dann irgendwie was anderes. Und auch die Tatsache, die mich so ein bisschen noch, wo ich so bin, ist die Unsicherheit. Ich habe jetzt, erst haben wir gesagt, ich lasse mein Geld auf dem Konto. Ja, habe ich gesagt, ich hebe es ab, dann wieder auf dem Konto, dann wieder ab, dann wieder Konto, dann wieder ab, dann wieder Konto. Weil ich irgendwie, und jetzt weiß ich gerade gar nichts, weil ich einfach gerade nicht weiß, wird Bargeld überhaupt noch angenommen, wird es nicht angenommen. Auch komisch war, sind einfach so einkaufen zu gehen, ist auch gerade ein total komisches, aber auch ein lustiges Erlebnis. Da kann ich euch eine lustige Geschichte erzählen. Ich war mit meiner Pflegerin, hi, zusammen beim Euronix und da war dann, der war komplett, also wie so eine Baustelle war das, diese Baugitter. Und dann hat der Besitzer gesagt, man könnte jetzt nur noch Sachen abholen, die man vorher telefonisch vorbestellt. Und so, ich habe mein Spiel dann auch bekommen, aber das war irgendwie total schräg. Also da durften jetzt nur die Mitarbeiter durch den Laden laufen. Aber hinten läuft noch der Fernseher. Das war nicht das neue Sinnfrei so. Hauptsache der Fernseher läuft noch. Ja, ist doch so, keiner guckt drauf. Ich habe mich dann gefragt, zeigt ein Fernseher ein Bild, wenn keiner hinguckt? So. Nee, kannst du so sicher sagen, das Spiel mit fällt ein Baum, macht ein Baum, der umfällt ein Geräusch, wenn niemand da ist. Und, wie ist deine Meinung dazu? Ich glaube nicht, weil es ja keiner wahrnimmt. Ja, das Hühnchen und das Ei.
Wir beide sind Klugscheißer, dass die Welt sich umdreht. Auch das Schlimme ist, wir haben meistens oft entgegengesetzte Meinungen. Leo, wenn du so aggro zu Oma gehst, dann machst du ihr nur Angst. Das kommt mir so nie sanft vor. Ich weiß doch, dass du sie magst. Also sei sanft zu ihr. Seitdem er die Treppe runtergeflogen hat, hat er einfach ganz aggressiver. Hat was in ihm verändert. Ja, ich weiß, es war ein blöder Witz. Du bist immer noch mein sanftmütiger kleiner Bär. Ich soll Leo fressen, damit du eine Pause kriegst, um dann nach da drin zu latschen, um dann irgendwas da draußen zu machen mit deinen Socken. Exakt. Hä? Ich habe auch gar keinen Hunger mehr. Achso, ich soll Leo fangen, damit ich die Kamera ausmachen kann, damit du deinen Tee trinken kannst. Ja. Ah. Das jetzt auch, weil ich das jetzt auch so getan. Das wäre einfacher zu verstehen gewesen. Ja, genau. Ja, was da von dem Zeichen haben, die da unten am Besuch. Und ich glaube, es ist mehr als eine Person. Ja, ich wollte es nur gepetzt haben. Egal. Ja, muss uns nicht sorgen. Ah, die hat schon den Husten des Todes. Die hat nur den Husten des Todes. Entschuldigung. Also, ich wünsche euch jetzt ein wunderschönes Wochenende. Ich habe jetzt auf jeden Fall noch eine tolle Zeit. Schreibt mir mal gerne in die Kommentare, wie es euch so geht. Ihr könnt mir auch gerne auf Twitter oder Facebook schreiben oder eine E-Mail an die bell.readmyoutlook.com. Ich wünsche euch jetzt eine schöne Zeit und tüdeli und tschüss.